Alle Welt redet von Innovation. Aber haben wir wirklich das gemeinsame Verständnis im Unternehmen von dem, was Innovation ist? Gerade komme ich zurück von der Stanford Business School und dort haben wir eine spannende Definition dessen, was Innovation sein kann, mitbekommen. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Danach gibt es nämlich inkrementelle Innovation und disruptive Innovation. Inkrementelle Innovation verändert drei Kriterien nicht. Inkrementelle Innovation verändert nicht die Kunden, verändert nicht die Kundenbeziehungen und verändert auch nicht das Geschäftsmodell. Disruptive Innovation verändert mindestens eines dieser drei Kriterien. Nehmen wir ein Beispiel. Wir bei den Company Companions entwickeln zurzeit eine Plattform von Softwarelösungen, die Transformation bei Kunden verstärken sollen. Es handelt sich dabei um Software-as-a-Service-Lösungen, die auch als Lizenzmodell abrufbar sind. Damit verändern wir nicht unseren Kundenstamm, nämlich vorwiegend mittelständische Unternehmen, die sich in einer Transformation befinden. Wir verändern allerdings unsere Kundenbeziehungen, weil diese Lösungen auch auf dem freien Markt abrufbar sind und nicht nur für die Kunden da sind, mit denen wir sowieso eine Transformation begleiten. Und wir verändern auch das Geschäftsmodell, denn neben Zeit, die wir als Beratungsleistung verkaufen, verkaufen wir auch skalierbare Produkte. Insofern handelt es sich hierbei um eine disruptive Innovation für uns. Apple hat übrigens mit dem iPhone mit allen drei Kriterien gebrochen. In der Stanford Business School mitbekommen haben wir zwei Checklisten für inkrementelle und disruptive Innovation. Und wen das interessiert, meldet euch bitte. Wir stellen sie gerne zur Verfügung. Bis bald.